Ja, und willkommen zurück zum neuen Video Clash of Clans. Und heute, Freunde, geht es um die letzte, leider schon seit, ja, das habe ich leider zu spät gesehen, die jetzt sogar schon seit 2 Tagen im Game ist, um die Valentins Challenge. Und ja, ich muss sagen, bevor das Video losgeht, ich habe mich bei dieser Challenge extrem schwer getan. Also ich habe ja gestern im Stream schon sie ein bisschen getestet und habe da auch viele Möglichkeiten ausprobiert. Und ja, wer dabei war oder wer mal im Stream mal kurz einen Blick reingeworfen hat, dem ist aufgefallen, die Challenge, sie sieht einfach aus, ist sie aber irgendwie nicht. Und das war die erste Challenge, da musste ich mal irgendwo bei anderen YouTubern mal kurz gucken, wo setze ich die allererste Truppe. Weil, Freunde, ich habe leider den falschen Ansatz gewählt, aber auf jeden Fall, ja, würde ich sagen, wir gehen jetzt an die Challenge ran und ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Perfekt. Ja, Freunde, jetzt sind wir wieder drin. Und wer sich wundert, warum ich wieder sage, Freunde, weil ich versuche diese Challenge jetzt auch schon mit mehreren Anläufen immer wieder. Mache ich genau das, was andere YouTuber gesagt haben, was man angeblich tun soll, um die Challenge zu kriegen. Aber egal, wie sehr ich mich anstrenge. Ja, Freunde, bisher hatte ich keinen Erfolg. Ich gebe natürlich nicht auf, aber es ist halt. So, machen wir es mal so. Wir lösen auch die Minen aus. Ah, natürlich der Gift, den hätte ich fast vergessen. Ja, perfekt, perfekt. Ja, das sollten jetzt die 3 sein. Ja, okay, Freunde, das sollten die 3 sein. Wenn das jetzt nicht die 3 sind, Freunde, dann keine Ahnung. Okay, Freunde, das sind die 3 Sterne. Und ja. Das müsst ihr eigentlich genau machen. Also, Freunde, diese Base ist wirklich, manch einer würde sagen, einfach, der halt casual jeden Tag 80 Stunden zockt oder so, der würde sagen, es ist einfach. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist diese Challenge unglaublich schwer. Also, nochmal, ich habe da sehr viele Ansätze reinversetzt. Also, ich habe da so häufig probiert. Und ich habe auch dann mir später auch mal bei einem ganz guten Angreifer mal angeguckt, wie er es angefangen hat. Und Freunde, ich habe jetzt die 3 Sterne geschafft, also, aber ich versuche es euch jetzt auch einmal zu zeigen, wie es am besten geht. Also, wenn es jetzt nicht klappt, dann liegt es daran, dass ich einen Fehler mache, aber wichtig ist halt genau folgender Schritt. Ihr müsst die Queen so setzen, dass sie halt auf jeden Fall, nachdem sie die 2 Goldlager hat, auf die Adler geht. Und ja, das ist sehr wichtig. Und sobald sie die Adler irgendwie hat, jetzt fängt ihr an, mit dem King reinzugehen. Und weil der King durch die Mauer drin ist, dann fängt ihr einfach an mit dem Slammer, Warden, Edrex. Aber wie gesagt, ab jetzt setzt ihr halt den Slammer. Und könnt ihr noch den Larvund mitsetzen. Ja, okay, eigentlich müsste der King überleben. So, lösen wir hier kurz die Fallen aus. Und das auch gleich funktionieren.
So, Freunde, also wichtig ist einfach, und das ist, glaube ich, wohl der wichtigste Teil des Angriffes, ihr müsst einfach den King am Leben erhalten. Das ist ganz wichtig. Hier am Anfang, ich mache kurz einen Cut. Also quasi hier ganz am Anfang, ihr fangt ja mit der Queen hier an. Dann geht euer King ja quasi durchs Zentrum hier durch. Und ihr müsst einfach dafür sorgen, dass der King diesen Inferno-Turm da, der ganz außen steht, dass er den überlebt. Wenn der King diesen Inferno-Turm überlebt, dann habt ihr basically den Angriff eigentlich gewonnen. Und hier noch mal der. So, Giftzauber ist wurde hab ich gut drauf geworfen. Machen wir es mal so. So, also ja, wir haben jetzt die, also wir haben jetzt das Rathaus bekommen. Also ihr seht es schon, der Angriff. Vier Edrics sind noch übrig, Warden ist noch zündbar und die Queen hat auch noch Leben. Also, und man sieht auch jetzt wieder, es werden 3 Sterne werden. Also, ganz wichtig ist einfach irgendwie, dass euer King diesen Inferno-Turm da überlebt oder halt, dass der Inferno-Turm da vorne, der äußerste, sehr schnell fällt. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Angriff jetzt eigentlich sogar verkackt, aber einfach quasi, wie soll man sagen, durch Glück oder whatever. Der Angriff jetzt richtig gut. Sind jetzt meinetwegen noch 6 oder so fallen, aber jetzt kommen ja sogar noch 2 Edex angeflogen, also. Und die Queen ist auch noch da, also. Ja, das werden 3. Boah, der Warden hat sich jetzt sogar selbst nochmal gezündet. Und okay, Freunde, das wird jetzt nochmal so eine richtig knappe Sache. Ja, wir haben die 3 Sterne. Wie gesagt, dieser Angriff war ein bisschen schlecht, aber hier hat man auch wieder gesehen, auf was es wirklich ankommt in Clash, bei dieser Challenge. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann belohnt mich bitte mit einem Abo, einer aktivierten Glocke und lasst einen netten, lieben Kommentar da, wenn ihr es geschafft habt. Und nochmal, falls meine Anleitung nicht gut genug sein sollte, verlinke ich auch nochmal das Video drunter, was mir halt geholfen hat, weil ich bin bei dieser Challenge gestern im Stream wirklich verzweifelt. Also ich verlinke nochmal Itzus Video unter diesem Video. Einfach, vielleicht hilft es euch, kann er es euch besser erklären. Deswegen Video von Itzus auch nochmal drunter verlinkt. Dann würde ich sagen, das war's dann auch mit dem Video. Haut rein.